Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost in Vivo. Damn it, mach mal ein bisschen leiser. Ja, wir sind im ersten Part hier angekommen. Wir haben das Labor komplett abgeschlossen. Wir haben Sotiris anscheinend komplett abgeschlossen. Und ja, was auch immer jetzt weitergeht. Das Spiel hat uns schon Fake-Credits gezeigt. Und ich habe mal nachgeschaut, wir müssten jetzt noch eine Dreiviertelstunde bis eine, tatsächlich eine ganze Stunde noch spielen. Deswegen anscheinend noch ziemlich lange. Was ist das? Map aufgenommen. Okay, what? Das sieht unnormal aus. Unnormal normal. Ist das unsere Wohnung oder was? Was ist das? Im Image. Was? Imagine a Dream. Stell dir den Traum vor. Das könnte bei einem Psychiater sein, oder? Könnte ein bisschen so sein, ne? Okay, wenn das, wenn der Strom auf den ganzen, was? Auf den Schienen ausgeht, muss das komplette System rebooten. Das haben wir schon mal gelesen. Das war die Anweisung mit beiden Zügen. Die Anweisung haben wir schon mal gelesen. Können wir wieder rein? Kann ich mit irgendwas interagieren? Relax. Okay, das ist ungewohnt. Na gut, wir haben im letzten Part auch das eine Tape angesehen. Und ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt weitermachen. Drei Wege. Wunderbar. Wir gehen mal diesen hier. Das erinnert mich wieder sehr ans Anfangsgebiet mit der Kanalisation. Sprich, Hammer. Wird hier der Way to go sein. Oder müssen wir jetzt quasi nochmal Kram rebooten? What? Ach du Scheiße. Ob das irgendwas gebracht hat, weiß ich nicht. Aber ich will jetzt mal nicht mehr darüber gehen. Irgendwie. Tape Nummer 4. Noch eine Kassette. Oder eine Videokassette. Das ist ganz, ganz komisch. Obwohl ich sagen muss, mir gefällt das Anfangsgebiet sowieso noch am besten. Also noch mehr als die anderen, die wir bisher hatten. Das Zuggebiet war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Gruselige Geschichten für Kinder, Volume 1. Okay. Es lebte einmal ein grummeliger alter Mann in einem grummeligen alten Haus. Der grummelige alte Mann wollte nicht nach draußen gehen. Er wollte nicht spielen. Okay. Er hat in seiner Badewanne gesessen und hat das ganze Wasser in sich aufgenommen den ganzen Tag. Nur er und seine Musik. Er hat das Wasser genossen. Selbst wenn es schon eklig und grün war. Okay, er hat den ganzen Tag und die ganze Nacht drin gelegen, aber er hat nie versucht, sauber zu werden. Aber eines Tages konnte der alte Mann seine Musik nicht finden. Sein Radio war komplett mit Statik gefüllt. Er hat dran rumgedreht und hat alles versucht, ein paar Sender zu erreichen, bis diese Dinge dramatisch wurden. Oh, das Radio ist ins Wasser gefallen und er hat den Ausknopf nicht getroffen. Okay. Die Geschichte endet so, dass wenn du in sein altes Haus gehst, wirst du dort immer noch seine Leiche im Wasser finden. Der hat einen Stromschlag bekommen von seinem Radio. Wow, das ist sad. Ich jetzt mal da weitergehe, würde ich am liebsten, obwohl wir können mal nochmal weitergehen. Ich würde eigentlich gerne das Tape einlegen, ich jetzt irgendeinen Shit-Trigger. Yeah, fuck this. Ja, fuck dies. Weißt du was?
Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist so, das lässt dich einmal halt den Kram aktivieren und dann nie wieder. Außerdem würde ich mir gerne mal, Oh, deswegen auch das mit der Elektrizität. Oh. Könnte eine Anspielung sein daran. Kommt man hier irgendwo lang? Was ist hier? Oh, hier ist der Raum. Stuck. Okay, das ist einfach verrostet. Na gut, packen wir das letzte Tape rein. Wo war hier das Tape-Ding? Hier. Aus Tape 4. Ist das letzte? Würde schätzen. Also an sich wüsste ich nicht, wo wir was übersehen haben sollten. Verschlossen. Ich muss schlafen. Wir sind in einem Hotel. Oh, wisst ihr, woran mich das erinnert? An das Spiel, was wir vor, oh, 2, 3 Monaten gespielt haben. Wo man auch in diesem Hotel war mit den Seelen. Nichts. Wir kriegen auch keinen Erfolg dafür. Schade. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie 30 Mal klingelst oder was. Okay, wir bleiben erstmal in der unteren Etage. Oh, wie hieß das Spiel? Ich hab's absolut komplett vergessen. Okay, es ist. Mit Käfern überzogen, das Bett. Also, ja, hier würde ich nicht pennen. Bad. Oh. Verschlossen. Okay, es war finster wie die Nacht eben. Der Gang. Etwas schläft hier. Das ist gut, dass da something steht und nicht someone. Oh. Ja, schläft anscheinend für immer der Kerl. Okay, das ist nass und ich kann hier nicht schlafen. Das ist nass und fängt schon an zu schimmeln. Dieses Bett hier sieht sauber aus. Ich könnte hier schlafen. Naja, nee, erstmal siehst du dich um. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Okay, das Gebiet muss gefühlt immer noch ein bisschen nachladen. Einfach nur ein normaler Trockner. Hier noch ein paar Boiler, okay. Ja, ist nicht das beste Hotel. Oh, ich versuche immer noch drauf zu kommen, wie das Spiel hieß. Was? Hier kann ich nicht schlafen. Was? Ist. Mit was? In Suit. Keine Ahnung, was Suit ist, aber darin ist es irgendwie. Okay, stand eben was. Ist auf jeden Fall ein Suit. Komplett voll. Was? Zu Lucifer? Irgendwas. Lucifer, Poet, klettert irgendwo. Oh, das ist das Reich der Toten auf der anderen Seite. Okay. Weg zur Hölle oder was? Was dahinter ist, würde ich nicht wissen. Ey, das ist krass, dass einfach so ein riesiges Hotelgebiet hier ist. Okay, auch das ist komplett mit Käfern voll. Waren wir hier schon? War das das Zimmer von Anfang? Okay, wir gehen nach oben. Irgendwas hält es geschlossen.
etwas mit Teer überzogen. Dies, was ist das denn? Ist ein Albtraum. Es könnte ein bisschen Silent Hill 4-mäßig sein, ne? Mit diesem Loch im Bad. Na gut, gehen wir mal hier nach unten. Irgendwo hier war dieses Zimmer, wo wir rein konnten. Versuchen zu schlafen. Oh ja. Das will ich. Ich würde mir nichts lieber jetzt wünschen. Bäh. Ist mit Käfern überzogen. Müssen wir jetzt uns ein anderes suchen? Wir gehen mal hoch. Das sah ja eigentlich ganz okay aus. Dieses hier. Nee, okay, das war mit Teer. Ah, wo dann? Wo willst du dann pennen, mein Lieber? Das war vorne noch nicht offen. Dieses Bett sieht sauber aus. Ich könnte hier schlafen. Ja, sure, Buddy. Mit einer offenen Tür versuch's. Ebenfalls. Okay, hinterlassen wir den Kram? Es ist einfach widerlich. Okay. Haben wir hier gefühlt schon jedes Bett durchgeschlafen? Okay, irgendwas ist da draußen. Was? Powered Gas. Wo zum Geier sollen wir denn jetzt pennen? Nee, hier nicht. Auch nicht. Am Ende finden wir gar kein Zimmer mehr. Ich merke auch schon wieder, wie mir ein bisschen übel wird beim Spielen. So ein Fokuspunkt in der Mitte wäre echt nicht schlecht. Okay, wir haben von hier oben auf jeden Fall irgendwas gehört. Irgendwas ist hier oben. Ich nehme mich mal ein bisschen zurück. Es kann ja auch nicht sein, dass jetzt schon wieder ein bisschen schummrig wird vom Spielen. Da kommen wir nicht rein, okay. Hier ist Teer drin. Was sollen wir denn machen? Halt echt mal, was sollen wir denn jetzt machen? Das ist sehr, sehr weird. Okay, da ist irgendwas in der Wand. Unten? Ist unten noch was? Wäre meine einzige Erklärung. Ich kann ja nicht schlafen. Jetzt die Kerzen aus. Was ist denn hier los?
Kein Plan. Haben wir irgendwas im Inventar? Nee. Ich bin richtig am Schwitzen bei dem Spiel. Das gibt's doch nicht. Okay, da oben ist irgendwas. Nee, es ist so ein Trigger. Das passiert immer. Haben wir einen Bug? Ich weiß es echt nicht, ne, was wir jetzt machen müssen. Hier irgendwas? Irgendwas ist da drin. Ja, eine Ratte. Oder Überreste einer Ratte. Dieses Hotel ist einfach weird, ne? Das können wir festhalten. Was ist das? Dieser Stuhl sieht clean aus. Ja, setz dich mal hin, Bruder. Ich glaube, du hast das vielleicht ein bisschen nötig. Okay, wir sind auf jeden Fall daran schuld. Abartig. Okay, wir sind das. Wir verschmutzen hier alles. Boah, Alter, der Effekt. Der hat's nicht besser gemacht, Alter. Nice. Okay, ich würde sagen, ist das jetzt mal so ein kleiner Mini-Part gewesen. Ich würde mal gucken, dass ich wieder ein bisschen auf Spur komme. Mal ein bisschen Kreislauf mal in Gang kriege. Und dann machen wir im nächsten Part hier weiter. Und dann wahrscheinlich wird es der letzte Part werden, je nachdem, wie lange es wirklich noch geht. Bis dahin, ciao.